Oh, da passiert viel, da passiert viel. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Lustige Dinge in Goat Simulator 3 Let's Play. Ganzes Spiel. Und was sind das für Borsten? Sieht aus wie eine Waschanlage. Und was sind wir? Was sind wir? Wir sind eine. Okay. Kann ich mich wieder befreien? Hallo, bitte. Ah, jetzt. Ich habe doch gar nichts gedrückt. Sehr schön, also beginnt wieder sehr schön, oder? Jetzt sind wir so. Genau, ich wollte hier rein kurz. Ach bitte, ich wollte hier rein. Genau. Also machen wir das Eizeugs weg. So, Händenfüße. Ah, jetzt kann ich mich nicht mehr befreien. Ah, es geht nach einiger Zeit weg. Okay. Oh, blablabla. Ich schließe sogar durch. So gut. Also wir sind eine Wildsau. So sieht eine Wildsau aus mit zwei Hörnern. Genau. Genau, wir müssen Goat-Statuen sammeln noch. Das machen wir einfach nebenbei. Zu lustige Dinge natürlich. Baustelle 2. Okay, dann gehen wir zur Baustelle zuerst. Wenn die zu oberst ist, gehen wir zur Baustelle. Geil! Vorwärts, Salto. Und... Hui! Runter da! Runter in den See! In die Meere des Sees! Auf Englisch heißt es ja sie, also geh. Diese können. Okay. Ich merke, ich bin ein bisschen überdreht scheinbar. Gut. Also wir müssen bei der Baustelle noch zwei finden. Haben wir das nicht letztens mal versucht, aber nicht gefunden? Die sind sicher irgendwo. Ja, ja. Also als Rhino, da finden wir natürlich genau die Goat-Statuen. Aber die haben wir doch gesucht und noch nicht gefunden. Ja, vielleicht. Ich glaube, du bist ein bisschen weit geflogen. Stimmt's? Straßenschild. Vielleicht unter dem Auto oder so. Ich möchte jetzt nicht allzu viel natürlich nach Goat-Statuen suchen. Was passiert jetzt? Aber ich möchte euch unterhalten. Also, während... Weg da, Auto. Weg da mit dem Vectra. Platz da mit dem Mazda. Oh Gott. Wir werden alle sterben. Es wird so ein Erdbeben auslösen, habe ich so das Gefühl. Hier vielleicht. Irgendwo. So ein bisschen unkenntlich in den Büschen. Nö. Muss ich nachschlagen, echt? Ich will jetzt nicht mich so mega aufhalten und euch langweilen damit. Sondern ich möchte euch unterhalten. Also so sollte schon gehen. Ah, dort auf der Insel könnte noch für die Baustelle gelten. Machen wir aber danach. Jetzt zuerst mal noch die zweite Goat-Statue suchen. Ja, hier drinnen oder so. Sicher hier drin. Ja, ist wahrscheinlich von vorne. Oder hier drin. Man sieht halt nicht so viel mit diesem dicken Arsch. Kann ich etwas dafür? Nee, das sind die Entwickler mit ihren schönen Kameramodus. Also ich möchte hier drinnen. Ja, haben wir doch schon mal versucht. Ey, sorry. Wollte ich eigentlich nicht. Wo könnte noch eine Goat-Statue sein? Hier drin, hä? Hier drin habe ich, glaube ich, schon irgendwas gefunden. Also hier nicht drin. Ah, hier drin. Nö. Okay, da ist irgendwie so ein Beton. Ist hier die Mafia unterwegs? Ich sehe aber leider nichts. Wo könnte eine Goat-Statue sein, liebe Zuschauer? Also die ich nicht finde, mache ich zuerst vielleicht in einem Livestream. Wenn es Leute gibt, natürlich, die dann helfen können. Würde ich gerne machen. Hier drin. Aber da will ich mal kurz rein. Ja, mit der Giraffe, genau. Trage übertreibt heute mit der Größe. Aber das schaffe ich sicher. Ja, ich bin drinnen gewesen. Also mit dem Kopf bin ich irgendwie so ein bisschen drinnen. Komm schon. So, Dragos Logik. Wie kommt man in etwas Kleines, Dünnes, Schmales und Flaches und ja? Mit der Giraffe! Rein damit! Ich schaff das schon! Also irgendwie geht alles. Wie sagt man? Ah, wie geht der Spruch da mit dem Reinquetschen? Oh. Was nicht passt, wird passend gemacht. So, ja. Wo ist die Goat-Statue, wenn ich jemanden suche? Da werde ich ganz aggro.
Wenn ich mich schon so fühle, so Assi. Ich der assiste Mensch der Welt, der immer nur alles gut will bei den Menschen. Ja, der sozialste Mensch wird einfach zum Assi. Hey, hallo. Hallo. Ich will nur hier hoch nochmal. Wie geht das mit dem Auto werfen? Wieso kann ich keine Autos werfen? Fische kann man werfen. Ja, hier oben war doch eine Goldstatue. Ich muss nicht mehr nach oben. Oder ist ganz oben. Ich gehe mal mit dem Fisch hoch. Ich kann ja wenigstens kraxeln. Es ist so logisch. Ein Fisch kann kraxeln, aber eine Ziege kann zum Beispiel nicht irgendwie kraxeln. Das ist klar mit den Hufen. Aber irgendwie, ja, ein Mensch kann nicht kraxeln oder so. Nö. Aber ein Fisch käme noch hier hoch. Hey, wenn ich nur irgendwie besser den Fisch bewegen könnte. Ich muss es irgendwie schaffen, dort drauf. Oder einfach eins, wo gerade ist, aber hier hat es überall. Das ist so schwer. Ja, nein! Das Spiel sagt wieder nope. Nope, nope. Nope, nope. Nee, es ist nicht so. Okay. Gut, das haben wir auch schon abgeklärt. Aber wieso mache ich das im schwierigsten Gebiet wieder? Weil dieses Gebiet einfach sehr, unübersichtlich ist an der Baustelle. Das macht sehr viel Spaß, weil wir einfach viel schneller sind. Also hier, irgendwo hier ist eine Goldstatue. Ich schmecke es. Ich rieche es. Da oben haben wir auch sicher schon gesagt, rein kommen wir nicht. Ah, ich muss halt immer das richtige Pet auswählen. Wieso sagt man eigentlich Pet? Wieso sagt man in zum Beispiel MMORPGs immer Pets, obwohl es Nashörner sind? Oder Drachen. Wieso sagt man eigentlich immer Haustier zu einer Verwandlung oder zu einem Begleiter? Wieso? Weil die Engländer einfach faul sind, irgendwas einzugrenzen mehr? Wahrscheinlich schon. Aber Englisch ist sowieso eine bequeme Sprache. Ja, aber kann ich hier rein? Es explodiert eigentlich immer alles. Oder geht mit Gummi, also dieses Gummizeugs, so durcheinander. Was ist das? Was ist das? Gut. Was haben wir schon? 37. Oh, ich habe eine Thumbnail. Das ist zwar jetzt nicht gerade. Das sieht aber auch cool aus. Boing, 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 boing. Weil ich möchte ja nicht weiterspielen und dann Thumbnails machen, oder ich will nicht zuvor noch irgendwo ständig irgendwas ausprobieren, um ein Thumbnail zu machen. Und sowieso, ich will sie auch nicht editieren. Wer macht schon editierte Thumbnails? Das macht ja niemand. Also bitte, das sieht ja hässlich aus meistens. Wenn eine Schrift drauf ist, ja, dann muss man ja nicht mal eine Nittel lesen, oder? Das Faulheit. Drago ist einfach der chilligste. Ich glaube, ich schreibe immer Hashtag chillig jetzt hin. Ja, es ist wirklich so, ich bin halt wirklich voll Sport, dann hast du natürlich nicht so Lust, ständig immer alles zu editieren und boah. Wisst ihr, wie lange man ein 30 Minuten Video editiert? So ungefähr 3 Stunden. Wenn man es gut machen möchte, also wenn man viel schneiden möchte. Aber hier haben wir doch auch geschaut. Ich habe so ein mega Déjà-vu. Wo könnten 2 Statuen... Ah, ich muss nachschlagen. Also nur für dieses Gebiet natürlich. Ist es wirklich hier nichts? Oh, es ist so doof. Also Suchspiele, also irgendwas finden, Goat Simulator ist sehr schwer. Also wo haben wir... Mein Gott, wo haben wir einen Thumbnail von... Goat Simulator... Wie heißt Baustelle? Goat Statues. Trophy Goat Simulator, Golden Goat Statue Collector. Das geht. Okay, machen wir das. Also gucken wir mal nach. 1 bis 6, das ist das Wichtige. Im Goat Tower ist eine Statue? In the Feed, aber das ist das Feld. Ist es am Anfang? Was ist das für ein Netz? Wo ist das? Steht das irgendwo, wo das ist? In the Field, ja, in the Field. Im Schloss, wo wir noch nie waren.
Wo ist das? Ein rotes Herz. Das ist das in der Mitte. Und die Dinge, das ist... Ah, das ist Teil 1. Oh, das ist Teil 1. Meine Güte, ich bin so verwirrt. Ja, ich muss halt auch 3. So. Ich muss halt auch 3 eingehen. So, also Giga. Ich unterstütze dich wieder mit Werbung. Also, ich habe ja keine Werbung. Ich kann euch gar nicht unterstützen. Fairmeadows im Westen auf einer kleinen Insel. Kann ich mal kurz die Baustelle haben? Pony Foods, Friedhof, Suburbs, Will, Baustelle. Hinter dem Containerhäuschen in einer kleinen Spalte. Was ist Containerhäuschen? In einer kleinen Spalte. Ist das die gemeint? Hinter, das sind doch die Baustellen. Hä? In einer kleinen Spalte. Wo denn? Ja? Ja? Haben wir die schon? Vielleicht haben wir die schon. Oder vielleicht ist es hier. Hä? Da? Nein. Da oben? Ah, vielleicht von oben runter in eine Spalte. Eine richtige Spalte. Nicht eine Seitwärtsspalte. Ja, okay. Ah. Oh, Bilo ist aber heftig verbaut. Viel zu be... Ja, genau. So, wir spielen wieder den Menschen-Simulator. Ich glaube, das ist der Farmer. Nein, das ist derjenige. Kann der irgendwas machen? Okay. Er schlägt mit der Hand. Mit dem Arm. Also in einer... Ja, hier drinnen hätte ich noch gedacht. Ja, ein bisschen Bobby hier. Ein bisschen schlecht das Gras gesetzt, aber... Aber wo ist eine Gutstatue hier? Das sind doch Container. Aber das ist doch keine Spalte. Weißt du, jetzt gibt es wieder keine Bilder, oder? Giga verzichtet auf Bilder. Die haben zu wenig Lohn. Wo sind denn noch Container? Dort unten, hä? Sind hier Container? Nö. Also hier sind Container in einer Spalte. Hinter den Containern? Nein, nicht dein Ernst. Irgendwo hier? Man sieht das auch kaum. Respekt, aber ich habe irgendwie die Spalte nicht. Wo hat's denn noch Container? Meine Güte. Da sind noch Container, aber das ist keine Spalte. Nein, das sind Gebäude. Also sagt man zu diesen Containern auch Container? Das ist die Frage. Aber könnte noch Container? Nein, das müssen schon die roten sein, oder? Also die Wohncontainer, die da sind, die sind es nicht gewesen. Schön. Also machen wir einfach mal nicht weiter. In der Röhre unter dem Gerüst. Auf dem südlichen Gerüst. Auf dem Süd. Ah, das sind ja B, also das ist eine Map. In den Containerhäusern. Da hat's nicht. In der Röhre haben wir auch. Auf dem südlichen Gerüst. Das ist die 3. Ja. In der Kanalisation 4. Im Wald findet ihr den Eingang. Okay. Im Wald. Ah. Habe ich irgendwie nicht nachgeschaut hier? Ja, wow! Oh Mann! Man findet es von oben, aber... Ich habe nie hier reingeschaut. Ich hätte es von draußen sehen können. Von oben hätte ich jetzt nicht gedacht. Hier oben war ich, glaube ich nicht. Dann können wir gleich schauen im südlichen Gerüst. Was macht der Sit-Ups? Ja, das haben wir. Auf dem nördlichen Gerüst, das ist die 5, in der nördlichen Baustelle. Die haben wir doch auch erst kürzlich geholt. Da sind wir nur vorbeigefahren, weil ich habe sie mal aufge... Da! Auf dem nördlichen Gerüst haben wir noch eine gute. Okay, hier hätte ich hochschauen können, habe es aber noch nicht gemacht, scheinbar. Ja, mit dem Fisch kommen wir schon hoch. Ja, wenn wir nicht abgleiten... Das Holz muss nicht so schnell, es ist nur ein Fisch.
Hey, Mann, wenn du nur dieses Zirnzeugs. Wie heißen eigentlich diese Phasen, diese. Wie heißen diese Bauteile genau? Diese Abwehrung. Das ist ein bestimmten Kunststoff. Also wie soll ich. Ah, muss es einfach umfahren, denke ich mir. So, man sieht den Fisch gar nicht. Nein, man muss es nicht. Weil es ja nicht oben. Also es bleibt oben, oder? Ich weiß gar nicht. Ja. Ach, Menno. Wie soll ich jetzt dort oben. Ich möchte einfach mal mit dem normalen. Oder mit dem Vogelstrauß probieren. Also hier hoch komme ich schon mal, denke ich. Ja, knapp. Okay. Ich hoffe einfach, dass die Goat-Statue nicht oben bleibt. Hallo. Ich drücke doch eher. Ja, sind noch zu wenig. Volltreffer, aber wie soll ich die fliegende Goat-Statue jetzt? Oh, ich könnte den. Okay, es passiert gar nichts. Wie kann ich eine Goat-Statue? Wo kann ich runter sein? Ich tue einfach dorthin fliegen, sozusagen. Ich tue mich runterseilen. Das ist so krass. Ah, ich komme nicht mehr hoch. Ja, E6 verliert alles zweimal, ich weiß. Hey, was? Ich will doch nicht Feuer schieben. Also, dann tun wir doch mal. Was ist das? Rücken. Haben wir denn die, wo man hochkommt? Ich bin gerade ein bisschen out of the Wiesen. Aber man kann doch mit einem. Ich weiß nicht, ob die Flügel einfach. Man kann mit dem Fisch sozusagen und dann fliegen. Die falsche Seite. Okay. Ich glaube, mit dem Gamepad geht das viel besser. Nur kann ich nicht gut mit dem Gamepad umgehen. Ich müsste es wieder probieren, dann mache ich es einfach das nächste. Ja toll, jetzt bin ich wieder drüben. Okay. Sieht ein bisschen komisch aus. Ja, jetzt haben wir ein Problem wegen meiner Coach-Statue. Oh. Nicht immer so. Boah, der hat sich aber verzockt. Wie kriegen wir eine Goat-Statue? Ah, mit der Rakete? Ich probiere jetzt einfach mal mit der Ziege mit der Rakete. Wo ist die Rakete? Die ist doch größer. Mit Jetpack, genau. Das meine ich. Ja, da müssen wir ein bisschen warten. Brauchen wir ein bisschen Geduld. Wie wär's mit einfach nach oben schauen? Oh, stopp, stopp, stopp! Mäh. Ich bin kein Schaf, ich bin eine Ziege. Ach komm. Entwickler, wieso habt ihr das so schwer gemacht? Oh. Können wir irgendwo auf den Kran und dann runterfallen lassen? Es ist unkontrollierbar. Ich schaue doch immer in die richtige Richtung. Es ist einfach unkontrollierbar. Ich müsste mich umziehen. Ich gehe nach oben und ziehe mich um. Nein, 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 nein. Ach, Menno. Ich bin sowieso so schnell, dass ich nicht fliegen kann.
Komm schon. Bitte, bitte. Einmal. Ah, ich weiß, vielleicht ist irgendwo ein Trampolin in der Nähe. Man sieht es ja nicht immer so direkt, aber ein Trampolin würde uns jetzt helfen. Aber wir haben keine Stromleitung sonst. Wo haben wir ein Trampolin? Dort. Aber haben wir eins in der Nähe? Ich sehe es gar nicht. Also, es hat einfach zu wenig Übersicht. Dort. Okay. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Oder den Schleim ausnutzen. Okay. Aber immerhin haben wir jetzt ein bisschen etwas, um in die Nähe zu kommen. Jetzt müssen wir einfach hoch genug sein, natürlich. Und dann auch die richtige Taste zum Fliegen. Ja. Toll. Nochmal. Ich sehe, was drin ist. Wie geht fliegen? Okay. Ah, mit Leertaste gedrückt lassen. So, also wir müssen noch höher. Ja, das reicht. Hä? Ich fliege gar nicht. Ja, okay, ich muss wirklich. Ach komm. Bis. Hey! Ah, ich muss wirklich ganze Zeit drücken. Klar. Nein! Nein! Oh Gottchen! Oh Mann! Es ist so sensibel. Wenn die das Spiel einfach nicht so sensibel gemacht hätten. Ah. Deshalb spiele ich auch nicht auf dem Gamepad. Das Gamepad ist einfach noch sensibel. Komm, komm. Hoch genug. Und yes! Okay. Also eine der schwersten Kordstatuen habe ich das Gefühl. So, ich habe auch noch mal kurz die Anti-Rast-Funktion für das mittlere Maustaste gedrückt. Weil wenn es zu leicht ist, dann ist es einfach unpräzise. Also, okay, wir haben goldene Schuhe, glaube ich. Goldene Hörner haben, nein, wir haben nicht 65 Ziegen, oder? Wir haben, doch, wir haben 152 schon. So viel schon. Ja, dann gibt es nur noch Pilgers Geschenk. Also das Fell ziehe ich mir jetzt an. Das brauche ich jetzt mal kurz. Also Fell. Pilgers gesprenkelt. Hä? Ist das Pergler? Was ist verbrannte Haut? Brutzel. Das schaue ich mir mal kurz an. Und wie brutzlig? Hä? Passiert ja nichts. Komisch. Ja, aber was brutzeln? Es ist passiv. Also ich sehe optisch nicht, dass es brutzelt, sondern einfach, dass man schon verbrannt ist. Okay, das ist jetzt aber auch nicht unbedingt so schön. Ja, ein bisschen regenbogerisch. Ja. Okay. Aber ich habe goldenes. Ist es goldenes Fell? YouTube.be genug. Keine Ahnung, was für ein Video dann. Könnte schon goldenes Fell sein? Ja. Okay. Dann tragen wir das. So, also im Turm und so hat es geschrieben, da haben wir noch nicht nachgeschaut. Also ich denke, ich mache es wieder ein bisschen blind, wenn ich in 5 Minuten keine Goldstatue finde, sobald ich im Gebiet bin. Dankeschön. Ach, das Auto. Verkehrsunfälle immer. So, wir könnten mit dem Fahrradfahrer jetzt auch rein, weil das ist ja fast unkontrollierbar. Nee, nee. Wir nehmen das Stoppschild mit, genau, dann geht's schneller. So, hat sie irgendwo hier oben drüber eins? Also wir nehmen jetzt das einfach, wo wir da schon gelesen haben. Aus, was hier natürlich. Okay. Ist das der Wilhelm-Screen? Ich weiß nicht. Könnte sein. Da drinnen ist TNT. Ja, eben diese Achievements da mit 7 oder 8 mit TNT. Das können wir gar nicht so gut machen. Da müssen wir zu zweit. Also wenn einer mal Lust hat, das Achievement noch zu holen zusammen,
können wir das machen zusammen, also beide, dass es beide haben. Aber die NPCs, die spawnen, wenn du nicht drauf schaust. Und das ist halt einfach das Problem. Also hier oben hat es eine Goat-Statue, glaube ich. Ah nein, das ist ja im ersten Teil gewesen. Okay, da hat sie. Da haben wir ja nicht nachgeschaut, aus Versehen. Aber es ist wirklich keine Goat-Statue. Aber hier oben auch nicht? Hm. Ich hätte hier oben eine versteckt. Oder auf dem Baum. Im Baum. Scheinbar nichts. Gut, also ich denke, jo, so lange möchte ich aber nicht machen, nicht 5 Minuten. Da oben habe ich eine Goat-Statue schon mal geholt. Da wart ihr nicht dabei, weil ich kurz mit Leon etwas ausprobiert habe und dann einfach, jo. Also da habe ich natürlich noch nicht, ich habe ja das Video vorgedreht sozusagen, also auch Testaufnahme gemacht, dann haben wir die Quest halt schon gemacht und denke ich mal. Könnte etwas in den Keller drinnen sein? Könnte eine Goldstatue da drinnen sein? Genau. Hey, lass dich mal kurz. Im Hühnerhaus ist nichts drin. Im Keller dafür. Nein, im Keller waren wir schon ausdrücklich. So, die Grafik ist hier so schön, ich finde es. Also es ist nicht so angenehm. Okay, warum nicht? Es ist natürlich 1995 oder so. Was Doom? Nein. Was ist das überhaupt? Für ein Spiel. Ich glaube, es war Doom oder irgendwie. Ja. Ich habe das immer auf Windows 98 dann gespielt, weil ich erst 2000 ein PC hatte überhaupt. Ja. Man weiß es immer in der 8. oder in der 7. Klasse. PC-Unterricht, man muss. Okay, jetzt kann man. Nee, man kann nicht, ja. Ich bin irgendwie durch die. Ja, ich bin durch die Wand. Ich bin in die Wand gestoßen worden. So ist auch gut. Ja, okay. Ja. In der dritten Dimension. Gut. 37.1 zum Beispiel. So, und wie kommt